Tag der offenen Tür beim TSV Barleben, hier die Volleyballer. Gleich daneben die Teilnehmer an der Seniorenfitness und einen Abschnitt weiter das Kinderturnen für die Kleinsten. Die Vorstellung der verschiedensten Aktivitäten, die der Traditionsverein TSV an diesem Tag zeigt, hat seinen guten Grund, denn an diesem Tag feiert der Verein seinen 150. Gründungsgeburtstag. Aus dem handgeschriebenen Statut des Männerturnvereins Barleben geht das Gründungsdatum der 1. September 1874 hervor. Damals regierte Kaiser Wilhelm I. und Deutschland war eine Monarchie. Die Gründer sahen sich der deutschen Turnerbewegung verpflichtet, die Turnvater Friedrich Ludwig Jahn im Jahr 1842 mit dem Spruch »Frisch, fromm, fröhlich, frei« und dem daraus resultierenden Turnerkreuz als Symbol begründete. Und bis heute sind die vier Buchstaben F im Logo des Vereins zu finden. In den zurückliegenden 150 Jahren hat der Verein zwei Kaiser, zwei Republiken, zwei Diktatoren und sechs Währungsumstellungen miterlebt und immer das Bestreben, sich der sportlichen Betätigung seiner Mitglieder zu widmen, erfüllt. Am Anfang stand der Leistungsgedanke im Mittelpunkt und aus den Reihen der Barleber Turner gab es Teilnehmer an den Arbeiterolympiaden, Sieger in regionalen und überregionalen Wettbewerben und Mitglieder der Turnernationalmannschaft der DDR kamen aus den Reihen des Barleber Vereins. Das ist heute anders, denn in den Abteilungen des TSV ist man dem Breitensport und der allgemeinen Gesundheitsförderung verpflichtet. Das Kinderturnen, das regelmäßig stattfindet, ist so ein Beispiel. Ja, und wir machen eben Übungen für Kinder von 3 bis zum Schuleinstieg. Das beginnt beim Aufbauen, da helfen die Eltern mit beim Aufbauen. Und dann haben wir schon Probleme, den Bewegungsdrang der Kinder einzuengen. Die sitzen uns schon auf den Geräten und toben und machen, also keiner sitzt und wartet. Und Eltern, die das wissen, nutzen dieses Angebot, denn wo, wenn nicht hier, können Kinder unter geschulter Aufsicht ihren Bewegungsdrang so richtig ausnutzen. Weil sie einen großen Bewegungsdrang hat und dass wir hier sozusagen gut abfangen können. Heidi ist auch immer sehr glücklich, dass sie hier sein kann und freut sich jede Woche wieder neu drauf. Also wenn wir eine Woche schon weg sind an einem Termin, dann freut sie sich gleich auf den nächsten. Und von daher finde ich das sehr, sehr gut gemacht. Während die Kleinen hier ihren Spaß haben, üben die Senioren die unterschiedlichen Bewegungsabläufe. In der Gruppe, als Paar oder eben auch alleine, werden Muskeln und Gelenke in Schwung gehalten. Das wird sehr gut angenommen, weil es eben sehr abwechslungsreich ist und für jeden was dabei ist. Gerade im Alter braucht man sehr viel Dehnung, Koordination, Reaktion, auch ein bisschen Ausdauer, Kraftausdauer. Wer gesunde Gelenke hat, hat natürlich auch weniger Probleme, wenn er zum Beispiel stürzt. Und zum Thema Stürzen gleich ein Beispiel. Manfred Nierkorn ist Vereinsmitglied seit 1948. Und zwar bei Oskar Faubel, der uns das Grundwissen zum Turnen beigebracht hat. Und es hat mir noch jetzt 70 Jahre später was genutzt. Denn er hat uns beigebracht, wie man eine Fallschirmspringerrolle zustande bringt, wenn man stürzt. Und ich bin neulich gestürzt auf dem Fußgängerüberweg und konnte immer noch die Fallschirmspringerrolle. Und darum bin ich Herrn Faubel auch dankbar, dass er uns die Grundzüge des Turnens beigebracht hat. Und dann gibt es im TSV noch die Damen, die sich allgemein mit Fitnessübungen in Form halten. Auch hier macht es in der Gruppe einfach mehr Spaß. Und dann die Volleyballer, die regelmäßig trainieren, denn die Mannschaften messen sich in der Volleyball-Stadtliga. Die Saison beginnt am 14. Oktober. Und nach der Präsentation in der Halle eine Festveranstaltung. Es gibt Geschenke von befreundeten Vereinen und Auszeichnungen vom Kreis- und Landessportbund und am Abend ein gemütliches Beisammensein im Hotel Sachsen-Anhalt. Die Vorführung vom OK Live Ensemble bereichert den Abend und so sammeln die Mitglieder Kraft für die kommenden Jahre, die der TSV Barleben in seiner reichen Tradition fortführen wird.